Ja, hallo. Jetzt habe ich gerade ein tolles Interview geführt mit der Annegret Hofbauer von der Wertschätzungsakademie für ihren tollen eben Online-Kongress, der im Juli stattfindet. Ja, und wir haben natürlich über mein Thema gesprochen: Lebe erfüllt deine Berufung an deinem Seelenort, wie die Astrokartografie helfen kann, wie die Astrologie überhaupt helfen kann, um einen guten Ort zu finden, um die Berufung zu finden. Das Interview war insofern sehr spannend, weil wir natürlich auch über die Situationen gesprochen hat, wenn man die Berufung und den Seelenort noch nicht gefunden hat, wie sich das anfühlen kann und welche Wege es geben kann und was auch natürlich wichtig ist in dieser Zeit und was auch natürlich wichtig ist auf dem Weg, wenn man die Berufung findet oder finden möchte oder eben den richtigen Ort finden möchte, dass es natürlich auch immer wichtig ist, der eigenen Intuition zu vertrauen. Also es war ein sehr, sehr spannendes, amüsantes, unterhaltsames Interview mit der lieben Annegret und ich freue mich, wenn du dabei bist. Liebe Anna, für deine Zeit, zugeschaltet aus Peloponnes, und du hast deinen Weg geteilt, deine Learnings, deine Umwege und wie du heute Menschen unterstützen kannst, viele, viele wertvolle Impulse gegeben. Und ja, sei dabei, hol dir diese wertvollen Tipps mit den Tipps to go am Ende auch noch von der Anna, Seelenort, Astrokartografie, Linien, wie du das alles für dich rausfinden kannst. Sehr, sehr schön. Und ja, schau dir das Interview an, sei beim Kongress stark von innen dabei, noch ganz viele andere tolle Speaker. Aber das Interview ist auf jeden Fall richtig cool, wenn man erfüllt leben will, denn Berufung finden am richtigen Ort. Einfach das, was wir eigentlich alle wollen, ne? Genau. Ja. Vielen Dank, alles Liebe. Anna, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön. Ich danke dir auch, Annegret. Ciao.